Moin moin und hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr euren Schlauch wieder reparieren könnt. Er sieht zwar jetzt gerade ganz gut aus, aber er hat ein Problem. Guck mal, wenn man hier so leicht dran zieht, kommt er raus. Okay, erster Schritt ist, wenn ihr sowas habt, schaut euch an. Wenn das Ding jetzt nicht massiv irgendwie in der längsten Richtung gerissen ist, sondern ganz nur hier am Stopfen, dann können wir noch was machen. Erster Schritt ist, wir holen erstmal den Halterfreund aus dem Staubsauger raus. So, jetzt können wir nämlich den Staubsauger schon mal wegtun und können uns jetzt natürlich hiermit befassen. Wir haben also jetzt hier den Staubsaugerschlauch und dieser besagte Staubsaugerschlauch, der gehört hier rein, in diese Muffe rein kommt der, ne? Okay, was hat der Hersteller denn hier gemacht? Der Hersteller ist einfach hingegangen und hat hier einen Klebstoff genommen. So ein Klebharz und hat das damit verbunden. Hier war das drin. Und dadurch, dass der Klebstoff, der verwendet worden ist, flexibel ist, hat er sich erstens da reingeklemmt. Also das macht er ja immer noch ganz leicht. Und gleichzeitig hat er sich hier unten festgeklebt. So, okay, alles klar. Wir könnten jetzt den ganzen das Staubsaugerding austauschen, sprich den Schlauch. Aber das ist gar nicht vonnöten, wenn wir eine Heißklebepistole haben. Die erhitzt nämlich diesen Klebstoff hier so stark, dass wir ihn auf diese Fläche verteilen können und werden dann dieses Teil wieder hineinkleben. Okay? So, das heißt, wir werden das jetzt machen und dann können wir das wieder neu verkleben und haben dann wieder die volle Power wie vorher. Wichtig ist, dass die Heißklebepistole den Klebstoff ganz heiß jetzt gemacht hat, dass er vorne flexibel sich bewegen kann, sprich da vorne rausgedrückt werden kann. Das heißt, ihr werdet das Ding erstmal anschließen und dann gibt es verschiedene Systeme. Es gibt welche so wie eine Pistole mit einem Trigger. Der schiebt das dann raus und in meinem System muss man einfach von hinten draufdrücken und den Klebstoff selber durch die Kanone durchschieben, vorne zum Hitzestab. Okay? Das heißt, wir gehen jetzt hin und wenn wir einmal angefangen haben, ziehen wir jetzt hier eine dicke, fette, doppelte, dreifache Schicht rum und werden auch noch oben auf dem Kopf etwas verteilen. Das ist dafür da, damit wir erstens die Breite hinkriegen, die aber dann noch flüssig sein muss oder leicht flüssig sein muss, damit wir das hier wieder reindrücken können, damit wir erstens dann die Verklebung an der Kopfseite haben und auch an der Seite in der Muffe drin. So, wir fangen an. Es muss jetzt in einem Zug geschehen. Das heißt, wir drücken jetzt hier schön unser Heißkleber durch. Ich mache einen neuen hinten dran, klebe den oder drücke den jetzt auch da rein. So. Na, ihr seht, ich drücke den hinten rein und dann können wir das einmal da drum verteilen. So, einmal schön rum. Also dafür müssen wir es auch drehen und wenden etc. Versucht nichts zu verschütten. So, auch noch die andere Seite. Also das bleibt jetzt nämlich eine kurze Zeit nämlich flüssig und kann so nämlich gut verarbeitet werden. So, jetzt sind wir einmal ganz rum. Jetzt machen wir noch oben die Deckschicht. Ich ziehe jetzt eine Schicht oben drauf und so können wir jetzt das komplette Teil, weil es ja noch warm ist und flexibel ist, jetzt da reinkleben. So, noch eine Ladung drauf. So, alles klar. Jetzt kleben wir das wieder in einem Schritt da rein. Zack, schön reindrehen. Sehr nice. So, hat super gepasst. So weit wie möglich reindrücken. Okay. So, und jetzt füllen wir noch hier diesen Bereich auf, der nämlich noch nicht so ganz abgedichtet hat. So machen wir es nämlich etwas stabiler. So, sehr nice. So, und so haben wir das jetzt geklebt und können das erstmal jetzt ruhen lassen für halbe Stunde und dann können wir es wieder einsetzen und auch benutzen. Cool, oder? Also ich fasse mal zusammen. Das Ding geht raus. Dann geht ihr hin,
Heißklebepistole nehmen, einmal seitlich, um das an den Seitwänden hier festzukleben und einmal am Kopfstück, um das auch unten festzukleben. Dann so schnell wie möglich einmal drum. Ihr seid viel schneller als ich hier mit dem Video gewesen. Dann drückt ihr es rein, eventuell noch ein bisschen rechts und links drehen, bis ihr Anschlag habt und dann versiegelt ihr noch die Stellen, die rausgucken, weil das ja dann noch mehr verklebt und dann solltet ihr das Ding wieder längere Zeit benutzen können. Ansonsten leider müsst ihr es dann doch mal austauschen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Tzu.